Moin Moin und herzlich willkommen aus der Ice Arena Bremerhaven. Zu Gast im Nordderby sind die Grizzly Wolfsburg. Ja, dieses Spiel wird vielversprechend sein, denn es ist hier ein interessantes Duell. Denn es heißt Nordderby in der Ice Arena Bremerhaven. Aber die versuchen ja natürlich auch ihr Spiel zu machen, jetzt über Jan Urbas. Man versucht hier gute Dinge zur bösen Miene zu machen. Aber auch der Moment ist hier gerade noch nicht so ganz gegeben. Und auch im Tor steht ein Torhüter, der es wirklich in sich hat. Auf beiden Seiten ist es einmal der Strahlmeier und unsere 56, Maximilian Franz Repp. Jetzt geht's weiter. Hier gut ausgespielt. Man versucht hier natürlich die Partie ein bisschen interessanter zu gestalten. Was jetzt aber noch nicht so ganz versucht wird. Boah, McKenzie hier. Was war das denn jetzt bitte? Für eine Aktion. Erste gute Möglichkeit geht direkt gegen Pfosten. Strafe Fishtown Penguins wegen Stockschlag. Wladimir Eminger geht 2 Minuten raus. Und wird hier ein bisschen, ja, das Spiel zur bösen Miene machen. Überzeit für die Wolfsburger. McKenzie hier. Kann das Bulli gewinnen? Aber McKenzie kann auch hier die Scheibe gut wiederholen. McKenzie. Und da der nächste Check. Samuelsen. Jetzt Jeglitsch. Hier auf McKenzie. Immer noch McKenzie. Strahlmeier. Ganz spannende Geschichte hier. Eichinger. Man versucht es hier wirklich gut durchzukommen. Aber auch das war jetzt nicht gerade so das Optimale. Eichinger. Das war UHA, wieder eine Strafe gegen Bremerhaven. Jetzt geht es 3 gegen 5. Aber hier ist ein Franz Repp stark im Tor. Und wieder Franz Repp. Es geht jetzt in die andere Richtung. Hier ist Wladimir Eminger, Bruckgießer,
Ah, versucht dann natürlich die Scheibe gut in die Mitte zu spielen. Oh, da ist die Scheibe drinne. Ja, da steht es 1:0 für die Wolfsburger. Schön rausgespielt, gut gemacht. Kann man nicht meckern. Aber auch das wird wieder neu beginnen, dieses Spiel. Und hier die große Chance für McKenzie. Ah, das ist ein Nordderby bis jetzt, was noch ein bisschen im Tiefschlaf ist. Ab und zu mal hier ein paar vernünftige Checks dabei und hier wieder die Chance, der nächste Treffer, Doppelpack. Was ist denn das hier bitte? Es ist doch nicht zu fassen. So, weiter geht es. Und versucht ihr natürlich dieses Spiel weiter aufzuziehen, besser aufzuziehen. Jeglitsch, gut gemacht von Moritz Wirth. Die Scheibe ist bei Strahlmeier sicher in der Hand. Oh, Strahlmeier wieder die Scheibe sicher und safe sicher gehabt. Jetzt ist das Drittel rum. Erstes Drittel 2:0 Wolfsburg. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Willkommen zurück im zweiten Drittel im Nordderby. Die Fishtown Penguins haben zu Gast die Wolfsburg Grizzlies. 2:0 für Wolfsburg, aber Bremerhaven will hier natürlich die ganze Geschichte nochmal anders machen. Hier die große Chance für Bremerhaven, aber auch das wird nicht weiter belohnt. Hier ist es Village, der aber keine Anspielstation hat. Hier einmal wieder ein Urbass, aber auch der hier nicht zur Abschlusschance richtig gekommen. Krupp wird hier bedrängt. Bleibt allerdings auch liegen. Hier ist es mehr und weniger die Bremerhavener, die sich hier versuchen, das Spiel besser durchzukommen. Hier die Chance für Bremerhaven. Aber Wolfsburg spielt ein aggressives, hartes Spiel. Durch den Trainer Mike Stewart wissen wir natürlich, dass diese Spielweise bekannt ist. Denn die gleiche Spielweise hat er natürlich auch in Bremerhaven auf seine Spieler übertragen. Die harte, schnelle Spielweise, die er so gerne mag. Dieses typische... Und hier die Chance. Schön gemacht. Dominik Uha und Moritz Wirth haben hier die Chance durchlebt. Und wissen ganz genau, wie sie hier irgendwas zu tragen haben. Schön gemacht. Schönes Tor. Und damit ist auch für Bremerhaven die Partie eröffnet. Und der nächste Treffer, was war das denn jetzt bitte? Was war das denn jetzt bitte für ein Tor, meine lieben Freunde?
Andersen. Steht genau richtig und hält nur noch den Schläger hin. Und das Ding ist drin. Unglaublich. Komplettes Spiel ausgeglichen innerhalb von ein paar Sekunden. Jetzt geht es wieder in die Richtung von Dustin Strahlmeier. Mutz wird, kriegt hier die Chance. Aber auch das wird noch nicht durchbelohnt für ihn. Ross Moorman kommt sehr gut durch. Versucht hier sein Glück. Eigentlich sollte es ein Pass in die Mitte werden. Aber auch das ist nicht so gekommen. Wie sollte die Chance hier für starken Bremerhavener? Skaya auch mit in der Mannschaft jetzt. Und kann hier natürlich auch seinen ersten Treffer holen. Es gab nämlich einen perfekten Kader-Update für die Bremerhavener. Es ist Eichinger auch mit drin. Aber auch Skaya ist inzwischen wieder mit drinne, also schön mit drinne. Aber leider der neue Torhüter ist noch nicht mit ins Spiel. Oder allgemein auch die nächsten Treffer. Voll. Ach Mann, kurz vor Drittelende. Oi, entschuldige. Holen Sie sich hier nochmal das Ding. Aber damit ist das Drittel rum. Was ich eigentlich sagen wollte, ist leider keine Ersatztorhüter mit drinne. Aber wir sehen uns gleich wieder im nächsten Drittel, wenn es heißt letztes Drittel. Bis gleich. Willkommen zurück, meine lieben Freunde. Und Fans der Fishtown Penguins natürlich. Oder Fans von irgendeinem anderen Club. Aber Leute, ihr seid hier herzlich willkommen. Deswegen wollen wir hier natürlich auch ein bisschen hier die nächste Strafe natürlich. Das wollten wir natürlich nicht. Aber was ich sagen wollte ist, wollen wir natürlich Spaß haben. Wie es immer so schön heißt, in den Farben getrennt. Aber trotzdem sind wir alle Eishockey-Fans. Während des Spiels sind wir alle gegeneinander, aber danach sind wir alle Fans, die wir sein sollen. So, Brookgießer. Jetzt geht es hier über Brookgießer. Hier ist es. Und hier die gute Möglichkeit und die nächste Strafe gegen Bremerhaven 3 gegen 5. Brookgießer muss auch noch mit raus. Das kann ja jetzt interessant werden, meine lieben Freunde. Ein bisschen sehr übermütig gewesen, der liebe Philipp Brookgießer. Aber Bremerhaven ist auch stark im Unterzahl. Oh, hier schön durchgespielt. Ah, man versucht hier natürlich sein Ding durchzuziehen. Samuelsen. Ah, schön gespielt, schön gedacht. Aber auch das wurde nicht belohnt. Ja, hier gefährlich gespielt. Jetzt geht es weiter über Samuelsson. Warum auch immer der da jetzt so ein bisschen stehen geblieben ist.
Bremerhaven wieder zu viert. Und gleich wieder zu fünft. Unterzahl gut überstanden. Brokkieser. Ja, da versucht man das so ein bisschen technisch. Auch die Möglichkeit war jetzt sehr gut gedacht, aber ja, man muss ein bisschen mehr umsetzen können in dieser Partie. Und dann schauen wir gleich mal, wie es weitergeht. So, Bremerhaven hier die Scheibe geholt. Abseits. Ja, hier gibt es jetzt den ersten schönen Faustkampf. Für Bremerhaven ist es Jensen und für Wolfsburg ist es Biaudin? Ich habe keine Ahnung, wie man ihn ausspricht. Ich lasse es lieber jetzt mal. Und Bremerhaven gewinnt den Fight. Nikolas Jensen natürlich beide raus. 5 Minuten Strafe ist ganz klar. Faustkampf. Oh, nicht noch einmal hier. Jetzt ist es Moritz Wirth, der die Scheibe hat und hier gut durchkommt. Richtig gut durchkommt. Richtig gut durchkommt. Und da war es nochmal Jan Urbas. Mann. Es ist nicht einfach, das Spiel. Versucht ihr natürlich das Tor noch zu machen, was auch sehr gut rausgespielt war. Wird jetzt zusammen in einer Reihe mit schöner Check von Moritz Wirth. Ah, gut gedacht. Eichinger. Es ist hier die Scheibe, die rein muss, aber die will nicht dahin, wo sie hin soll. Strafe wieder für Bremerhaven. 2 Minuten noch in diesem Drittel. McKenzie. Muss raus, 2 Minuten für ihn. Sichtlich sauer ist ein bisschen unzufrieden mit der. Ja, gut. Sauer. Unzufrieden. Weiß ich noch nicht, aber es ist nicht einfach. So. Unterzahl Tore kann ich eigentlich auch. Schön gedacht. Ah, jetzt geht der Kampf hier einmal richtig rund nochmal. Jetzt wird es hier nochmal ein richtigen Nordderby. Schöner Schlagkampf hier. Wieder einmal Dominik Uha gegen Reichel.
Und Dominik Ual gewinnt hier gegen Reichel den Kampf. Und damit ist Bremerhaven wieder einmal mehr besser dran. Uha und Reichel raus dafür. Jetzt muss man hier natürlich gucken, wie man hier spielt. Oh, Vikingstead, Vikingstead, Vikingstead. Eichinger, der vor den Hannover Indians kam. Wladimir Eminger. Ah, man versucht hier natürlich die Scheibe noch ein bisschen dahin zu kriegen. Das war Urbas. Jetzt nehmen wir mal den Torhüter runter. Aber das war nicht die richtige Entscheidung. Das wird eine Niederlage für Bremerhaven. Ja, das war ein Spiel, ein Rot-Derby, zwei Faustkämpfe, die sich gewaschen haben. Und eine Niederlage, die sich natürlich auch gewaschen hat. Für Bremerhaven. Aber damit ist auch das Spiel vorbei und wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Goodbye, meine Freunde, bis dann. Ciao.